Amerikaner mitten in der RTL News am Morgen. Bei mir in den letzten Stunden und in den nächsten Stunden meine Kollegin Alexa Iwa. Schönen guten Morgen. Die erste gute Nachricht aus New York, soweit man überhaupt bei dieser Tragödie von einer guten Nachricht sprechen kann. Die Feuerwehr hat vor kurzer Zeit zwei Polizisten lebend bergen können. Sie sind die ersten Überlebenden, die die Helfer aus den Trümmern des völlig zerstörten World Trade Center retten konnten. Ganz vorsichtig ziehen die Feuerwehrmänner die beiden Beamten der Hafenpolizei aus den Trümmern des World Trade Centers. Die beiden Polizisten waren in das Hochhaus gegangen, um Zivilisten zu helfen und hätten fast mit dem eigenen Leben bezahlt. Unglaublich, dass sie den Einsturz der 410 Meter hohen Türme überlebt haben. Wir wissen, dass da unten noch mehr Menschen sind, die noch leben. Das ist sicher, sagt dieser Sprecher der Rettungskräfte vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz. Und wir tun alles, um sie zu retten. Die beiden Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht und inzwischen haben sich per Handy mehr Menschen gemeldet, die unter den Trümmern begraben sind. Immer wieder aber brechen in der Ruine Feuer aus. Die Feuerwehrleute können wegen der großen Hitze immer nur für kurze Zeit in den Trümmern suchen. Doch sie haben versprochen, dass sie das mit aller Kraft tun werden, damit noch mehr Menschen gerettet werden. Präsident George W. Bush hat in der Nacht erstmals den Tod Tausender, vermutlich Zehntausender Menschen beklagt, aber es ist immer noch nicht abzuschätzen, wie viele Menschen genau den schrecklichen Anschlägen in New York und Washington zum Opfer gefallen sind. Wahrscheinlich sind es weit mehr als diese 10.000 bisher angenommen. Sicher ist nur, dass das Inferno in Amerika noch nicht zu Ende ist, denn damit das in sich zusammen die neuen Einzelheiten von Lars Lieken. Das 47-stöckige Gebäude brach Stunden nach dem Anschlag zusammen. Auch hier arbeiteten tausende Menschen. Inzwischen gab die Gewerkschaft der Feuerwehr bekannt, dass allein beim Einsturz des World Trade Centers mindestens 265 Feuerwehrleute getötet wurden. Insgesamt starben aber wohl Tausende. Es gibt aber offenbar auch Überlebende unter den Trümmern. Im Pentagon in Washington gibt es mindestens 800 Tote. Hier stürzte eine Maschine mit 64 Menschen an Bord in das Gebäude. Eine vierte Maschine, eine Boeing 747, stürzte aus bisher noch unbekannter Ursache in Pittsburgh ab. Präsident Bush wandte sich in der Nacht an die Nation. Die Opfer waren in Flugzeugen oder in ihren Büros. Sekretärinnen, Geschäftsleute, Militärs und Regierungsmitarbeiter, Mütter und Väter, Freunde und Nachbarn. Tausende Leben wurden durch das schreckliche Terrorattentat in den Tod gerissen. Das Weiße Haus hat unterdessen dementiert, Vergeltungsangriffe auf Afghanistan geflogen zu haben. In Kabul hatte es in der Nacht heftige Explosionen gegeben. Sie stammten offenbar von Angriffen innerafghanischer Taliban-Gegner. Wer die wahnsinnigen Attentäter von New York und Washington waren, ist immer noch unklar. Aber ganz gleich, wer die Drahtzieher sind, Bush machte ihnen klar, dass die USA zurückschlagen werden. Und unsere Kräfte reichen immer neue Bilder aus den USA, Amateurbilder vom Einschlag des zweiten Flugzeugs ins World Trade Center. Andreas Noll zeigt sie Ihnen. Kurz vor 9 Uhr, New York City, World Trade Center. Flammen, Rauch schlagen aus dem Gebäude nach dem Aufprall des ersten Flugzeuges und dann rast ein Jumbojet auf einen der Türme zu. Menschen schreien vor Entsetzen. Sie sehen einen schrecklichen Gau, den plötzlichen Tod von Tausenden von Menschen. Ein Fußgänger filmt den Aufprall aus einer anderen Perspektive. Auch hier deutlich zu sehen, dass die Maschine nahezu ungebremst in das Gebäude rast. Die Kraft des gewaltigen Aufpralls ist so groß, dass die Gebäude später in sich zusammenstürzen. Der 11. September 2001 geht als der schwärzeste Tag in die Geschichte der Stadt ein. Und viele Deutsche haben auch Angst. Sie haben Angehörige in den USA, kennen Menschen, die dort in New York auch gearbeitet haben, Alexa. Ja, denn im World Trade Center hatten 5 deutsche Firmen ihre Geschäftsräume und deswegen hat das Auswärtige Amt in Berlin eine Hotline eingerichtet für Angehörige von in New York lebenden und arbeitenden Deutschen. Sie können dort anrufen. Die Nummer lautet 01-888-17-4600. Und auch die Fluggesellschaft American Airlines hat ein Notruftelefon in Deutschland eingerichtet. Das ist die Fluggesellschaft
Gesellschaft, zu denen die beiden Maschinen gehörten, die in die Twin Towers geflogen sind. Angehörige von Passagieren und Mitarbeitern können sich in Frankfurt melden. Dort lautet die Nummer 069 50 98 50 70. Für den heutigen Mittwoch sind von Deutschland aus alle Flüge in die USA gestrichen. Bereits gestern hatte die Lufthansa ihre Maschinen ja zurückbeordert bzw. umgeleitet. Reisende und Angehörige können sich auch mit der Lufthansa in Verbindung setzen. Dort gibt es eine kostenfreie Hotline. Sie lautet 0800 194-99. So, und soeben erreicht uns noch diese Meldung von unseren amerikanischen Kollegen. Danach hat die amerikanische Bundespolizei FBI offenbar Durchsuchungsbefehle für Häuser und Postfächer in Miami erhalten. Die Ermittler hätten dort mehrere Verdächtige, heißt es, im Visier. Erste Anhaltspunkte hätten sich aus den Passagierlisten ergeben, der vier entführten und abgestürzten Flugzeuge. Dort ist offenbar ein Mikrofon offen geblieben nach dem Überfall der Terroristen. Und weiter mit Wolfram. Sobald es dann Neuigkeiten gibt, schalten wir direkt wieder zu unserem Korrespondenten in die USA. Diese Terrorwelle dort hat auch in Deutschland große Anteilnahme, Erschrecken, aber auch Angst ausgelöst. Ja, Kriegsangst. Die Folgen, die dieser Anschlag für die Deutschen haben kann, sind unabsehbar. Nach den feigen Anschlägen in den USA haben auch die Menschen in Deutschland Angst vor Terrorismus, Krieg und Gewalt. Martin Gradl berichtet. Die US-Botschaft in Berlin am Abend. Die ohnehin starken Sicherheitsvorkehrungen wurden noch einmal verstärkt. Die Polizei errichtete zusätzliche Sperren. Überall im Land, wie hier vor dem Konsulat in Hamburg, werden die US-Einrichtungen hermetisch abgeriegelt. Innenminister Schiele sieht aber keine direkte Gefahr für Deutschland. Nein, es gibt keine Erkenntnisse, die eine solche Sorge rechtfertigen, dass auch Deutschland in den Kreis solcher Anschläge kommen könnte. Aber wir sind selbstverständlich gewarnt und wissen, dass wir alle Bemühungen einsetzen müssen, damit wir auch Anschläge, soweit das menschenmöglich ist, verhindern, wenn das überhaupt in den Kreis der Möglichkeiten zu beziehen ist. Ich sehe das im Moment nicht. Doch ganz sicher ist sich anscheinend auch der Minister nicht. Immerhin kam die deutsche Reaktion auf die Anschläge in den USA schnell und deutlich. Schon am Nachmittag wurde der Schutz der Ministerien verstärkt. Ausgerüstet mit Maschinengewehren patrouillieren Polizisten rund um die Uhr. Die Zufahrtswege zum Reichstag sind gesperrt. Am Abend kommen vor dem Hamburger Konsulat fremde Menschen in ihrer Trauer zusammen. Sie sagen, was viele Deutsche in diesen Stunden denken. Wir haben Angst. Wir haben einfach Angst. Wenn Sie sagen, Sie haben Angst, wovor haben Sie denn Angst? Vor Krieg. Einfach vor Krieg. Da spüre ich schon eine gewisse, ein gewisses Unwohlsein in mir. Ängste kommen hoch, weil Selbstkrieg, Flucht, ne, DDR und wieder zurück. Irgendwo diese Bedrohung und dieses Sinnlose, das dahinter steht. Doch es ist nicht nur die Angst vor Gewalt und Terror, von der sich viele Deutsche bedroht fühlen. Man weiß jetzt nicht, was passiert, wie Amerika reagiert, was überhaupt weltwirtschaftlich alles dadurch sich verändert und was vielleicht auch noch weiter passiert. Und die wirtschaftlichen Folgen sind tatsächlich unabsehbar. Seit dem Anschlag ist der Rohölpreis innerhalb weniger Stunden um 13% gestiegen. Experten erwarten, dass Benzin bei uns heute binnen weniger Stunden deutlich teurer wird. Makaber, noch in der Nacht gab es wie an dieser Hamburger Tankstelle erste Hamsterkäufe. Na, weil sie heute angesagt hat, dass wahrscheinlich die Benzinpreise um 20% in der Höhe gehen werden. Deswegen habe ich nochmal getankt und wenn ich in 5 Stunden in Berlin ankomme, wird das wahrscheinlich schon passiert sein. Ich tanke mein Auto nochmal voll, weil jetzt aufgrund der Vorkommnisse in den Vereinigten Staaten sicherlich die Spritpreise wieder erhöht werden. Die Ölgesellschaften nehmen ja jeden Anlass, um die Spritpreise zu erhöhen. Der Schock über den feigen Terrorakt sitzt auch bei den Deutschen tief. Nach den Anschlägen in den 70er Jahren ist die Terrorangst zu uns zurückgekehrt. Und live aus Berlin ist uns jetzt meine Kollegin Susanne Ungrad zugeschaltet. Sie sind direkt an der amerikanischen Botschaft, die gesichert ist wie eine Festung. Wie ist die Situation dort? Ja, die Botschaft ist weiterhin weiträumig abgesperrt, aber immer noch hinterlegen Menschen Blumen hier, zünden Kerzen an und haben eine Mahnwache aufgestellt. Und jemand, der diese Mahnwache schon seit gestern Nacht begleitet, den habe ich jetzt hier. Warum sind Sie hier seit gestern Nacht schon? Einfach, um ein Zeichen zu setzen, dass wir uns solidarisch erklären mit den US-Amerikanern und auch, dass wir diesen Anschlag verurteilen, der so in dieser Form überhaupt noch nicht da gewesen ist. Und einfach auch, weil hier viele Berliner hierher gekommen sind, haben Lichter aufgestellt und sollten diese ausgehen, dass wir die halt wieder anzünden.
Ja. Dankeschön. Die Sicherheitsvorkehrungen bleiben auch bestehen hier weiterhin vor der Botschaft, aber nicht nur vor dieser amerikanischen Botschaft, vor allen amerikanischen Einrichtungen und auch jüdischen Einrichtungen hier in Berlin. Herr Ungarn, wir haben gerade vom Bundesinnenminister gehört, dass es keine Erkenntnisse darüber gibt, dass man in Deutschland Angst haben muss, so Chili, aber die Amerikaner hatten auch keine Erkenntnisse, dass dort mit Flugzeugen ins World Trade Center geflogen wird. Gibt es wirklich Grund, beruhigt zu sein in Deutschland, oder muss man hier Angst haben, wie es viele Menschen heute Morgen haben? Der Innenminister sagt, er könne auch nicht verstehen, warum die Amerikaner nichts davon gewusst haben, von dieser groß angelegten Terroraktion. Aber er bekräftigte heute Nacht noch einmal, dass man hier in Deutschland keine Angst haben müsse. Nichtsdestotrotz bleibt Sicherheitsstufe 1 für alle politischen, wirtschaftlichen Einrichtungen in ganz Deutschland. Wie erwähnt, auch für amerikanischen Einrichtungen, jüdischen Einrichtungen, für anderen ausländischen Einrichtungen. Sicherheitsstufe 1 bleibt weiterhin bestehen und noch so lange, bis es neue Erkenntnisse gibt, wer eigentlich diesen Anschlag gemacht hat. Der Bundessicherheitsrat wird heute Morgen nochmal zusammentreten. Dort wird nochmal neu verhandelt werden, wie es dann künftig auch um die Sicherheit in Deutschland bestellt sein wird. Susanne Ungrath, danke schön für diese Live-Informationen aus der deutschen Hauptstadt. Die Luftpiraten, die gestern die Passagiermaschine zum Absturz auf das amerikanische Pentagon brachten, waren angeblich nur mit Messern und Teppichschneiden bewaffnet. Das hat eine Frau durchgegeben, ihrem Mann, die aus dem Flugzeug, das dann später auf das Pentagon stürzte, mit ihrem Handy telefonieren konnte. Diese Frau konnte sich in der Toilette einschließen und von dort mit ihrem Mobiltelefon Kontakt mit ihrem Mann aufnehmen, bevor sie dann starb. Offensichtliche Sicherheitsmängel, die in amerikanischen Flughäfen keine Seltenheit sind, wenn es möglich ist, solche Messer an Bord zu schmuggeln. Oft genug werden Waffen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen übersehen. Henning Bohmhammel und die Hintergründe. Das amerikanische Pentagon, nur Sekunden nachdem das mit 58 Passagieren besetzte Flugzeug auf das Regierungsgebäude gestürzt ist. Nur mit Messern bewaffnet war es den Entführern zuvor gelungen, die Maschine in ihre Gewalt zu bringen. Wie leicht es ist, eine Waffe in ein Flugzeug zu schmuggeln, zeigt diese Übung. Eine Übung, wie sie Luftfahrtgesellschaften für ihre Mitarbeiter veranstalten. Wie verhalte ich mich im Fall einer Entführung? Die Entführung einer Passagiermaschine, nicht selten sind die Entführer politische Fundamentalisten. Killerkommandos, die vor Kamikaze-Akten ebenso wenig zurückschrecken wie vor Mord. Der 22. November 1996. Eine entführte äthiopische Verkehrsmaschine mit 145 Passagieren an Bord stürzt vor den Komoren ins Meer. 125 Menschen sterben. Der 29. Dezember 1999. Ein entführter Airbus der Indian Airlines gerät kurz nach dem Start in die Gewalt von militanten muslimischen Terroristen aus Kaschmir. Eine Geisel wird ermordet. Aber wie leicht ist es, für die Entführer in so eine Maschine hineinzukommen? Reichen einfache Waffen, um eine große Maschine zu kidnappen? Vor 2 Jahren machten wir von RTL den Test. Mit einer Pistole im Schuh, professionell im Absatz eingebaut, fliegen wir auf typischen Urlaubsstrecken und man sieht sie nicht, unsere Pistole. Zwar piepst das Gerät bei Uhren und Schlüsseln, aber unser gespickter Absatz bleibt unbemerkt. Und auch, als wir die Waffe in unserer Handgepäcktasche verstecken, wird sie nicht bemerkt. Und auch beim zweiten Mal bei der Sicherheitskontrolle in Palma de Mallorca nichts passiert. Und bei Überseeflügen ist die Strecke nach Amerika noch sicherer. In einem weiteren Test weihen wir diesmal Otto Ziegelmeier ein, damals Geschäftsführer der unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO. Diese Waffe werde ich jetzt in meinen Schuh stecken und dann gehe ich durch die Kontrolle, ohne dass sie mich erwischen. Also wenn das klappen sollte, das wäre ein absoluter Hammer und Skandal. Also damit dürfen Sie nicht durchkommen. Flughafen Düsseldorf. Es funktioniert. Die Waffe im Schuh bleibt unentdeckt. Dann Flughafen Heathrow. Auch hier hätten Kriminelle leichtes Spiel gehabt. Die Pistole steckt in der Zeitung. Und hier der Beweis. Unbeteiligt sitzen wir im Passagierraum und könnten jetzt eine Entführung leicht starten. Unser nächstes Ziel damals, New York. Noch im Taxi verstecken wir die Waffe in unserem Schuh und bei der Sicherheitskontrolle am Airport bemerkt wieder keiner, was wir treiben. Insgesamt hat unser Test bei über 20 Flughäfen weltweit funktioniert. Wie die Terroristen von heute in die Unglücksmaschine hineingelangt sind, darüber kann man nur spekulieren. In Amerika, so Experten, sind die Sicherheitstests heute noch liberaler als zu Zeiten unseres Tests. Ralf Benke ist unser Luftfahrtexperte. Ralf, was wissen wir ja zur Stunde darüber, was sich in diesen Flugzeugen abgespielt hat, die dann
als Waffe gegen amerikanische Gebäude genutzt worden. Also man muss natürlich zum gewissen Punkt spekulieren, weil wir nicht genau wissen, was mit den Piloten passiert ist in den Minuten, nachdem die quasi Kontrolle durch die Terroristen übernommen wurde. Es gibt aber, ich würde sagen, dass es relativ undenkbar sein sollte, dass Verkehrspiloten einer Airline, ob unter Druck oder nicht, oder wie auch immer vielleicht eine Drohung aussah, versuchen, ein Gebäude zu treffen. Ich glaube, das kann man eigentlich ausschließen. Die hätten dann eher die Maschine ins Wasser gezogen. Ich vermute. Oder sie hätten irgendeinen Trick versucht oder sowas. Und so gezielt, wie die Terroristen vorgegangen sind, gehe ich eigentlich davon aus, dass die das nicht dem Zufall überlassen wollten, dass sie selber sich ans Steuer gesetzt haben. Jetzt gibt es ja Meldungen, wonach sie auch technische Geräte bedient haben müssen an Bord. Aber sowas kann man durchaus vorbereiten. Sie haben zum Beispiel einen Codegeber im Flugzeug beeinflusst. Das ist ein Schalter, den man bedienen muss. Man kann sich da vorbereiten. Da gibt es frei verfügbar auf Computerspielen zum Beispiel schon Anleitungen, wie man das macht. Da könnte man nachgucken. Es gibt Schaltpläne frei zu bekommen. Auf Computerspielen könnte man sogar trainieren, das, was man wissen muss, um die Maschine auf ein Gebäude zu lenken. Also aus dem Flugzeug, das auf das Pentagon gestürzt ist, wissen wir von einer Frau, die per Handy noch vor ihrem Tod an ihren Mann diese Information weitergeben konnte, dass dort per Messer die Menschen, auch die Crew, in den hinteren Teil des Flugzeugs gezwungen wurden. Das heißt also, die Terroristen haben offenbar das Flugzeug geflogen. Das müssen aber ausgebildete Leute sein. Also sie müssten auf jeden Fall ausgebildet sein auf diese spezielle Situation. Um ein Flugzeug zu fliegen, das sich in der Luft befindet, braucht man nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, mechanisch sehr gut fliegen können, weil die Maschine macht sehr viel allein. Man muss wissen, eine Kombination von Knöpfen, die man drücken muss, das kann man auswendig lernen, das kann man sich aufschreiben, das kann man von Leuten gesagt bekommen. Und letztendlich vermute ich aber, dass sie die letzten Minuten manuell geflogen sind. Das Wetter war relativ gut. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht sogar eine Entscheidungsgrundlage war. Und wenn man mal in der Nähe von New York ist, dann sieht man das World Trade Center. Lässt sich ja vielleicht aufgrund der Ausbildung der Menschen, die das verübt haben als Kamikaze-Flieger, auch zurückverfolgen, woher diese Menschen kamen, die vielleicht irgendwo eine Ausbildung gemacht haben? Ich glaube, das Schwierige dabei ist, dass in nahezu allen Ländern der Welt es Leute gibt, die Verkehrspiloten sind oder auch Leute verfügbar sind, die dieses Know-how haben. Es muss kein wirklich ausgebildeter Verkehrspilot sein, der sowas machen kann. Man kann auch als Laie innerhalb von wenigen Tagen, würde ich sogar sagen, vielleicht eine Woche, aber wenige Tage würden reichen, so ausgebildet werden, um das leisten zu können. Insbesondere, wenn das Flugzeug schon in der Luft ist. Ganz schnell noch zum Abschluss, Ralf Menke, wie sehr ist der deutsche, wie sehr ist der europäische Flugverkehr betroffen? Oder? Auch spürbar, weil man weiß, es gibt keine richtige Gegenwehr. Man weiß kein Rezept, mit dem man die Flugzeuge so sicher machen kann, jetzt in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten, wird heute geflogen, passieren könnte. Es wird geflogen, eigentlich nicht in Richtung USA. Und man versucht also hier einen Grad an Normalität zu halten, weiter. Ralf Menke, vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen. Unser Luftfahrt Experte. Und soeben erreichen uns diese Bilder, die ersten Bilder aus dem Inneren des World Trade Center oder besser von dem, was davon übrig geblieben ist. Das sind Bilder, die heute Morgen nach deutscher Zeit gemacht wurden. Bilder, die zeigen, mit welch unglaublicher, zerstörerischer Gewalt dort dieses Flugzeug eingeschlagen ist. Sie sehen hier, alles ist überdeckt von einer gewaltigen Staubwolke. Die Retter sind vor Ort. Tausende Retter versuchen, Überlebende zu finden. Und unser Korrespondent vor Ort sagt uns, dass man weiter auch Handykontakt hat mit Menschen, die dort noch eingeschlossen sind. Die Pläne des World Trade Centers, Sie haben es gerade gesehen, liegen diesen Helfern vor. Und anhand von denen versucht man zu rekonstruieren, wo eventuell Menschen eingeschlossen sein könnten, wo es vielleicht noch Kellerräume gibt, wo es Zugänge zur U-Bahn gibt, wo man noch Überlebende vielleicht finden kann. Die beispiellose Serie von Terroranschlägen auf ihre Machtzentren stellen das Sicherheitskonzept der USA völlig in Frage. Offenbar waren viele Experten im sicheren Glauben, dass niemand es wagen würde, die einzige Weltmacht erstmals in der Geschichte auf ihrem eigenen Territorium so anzugreifen. Dieser chirurgisch präzise Terrorschlag hat jetzt auf brutalste Weise Sicherheitslücken offenbart und die Verwundbarkeit der Nation demonstriert. Das trifft mitten ins amerikanische Herz. Hilflose, angsterfüllte Bürger in den Straßen von New York und Washington, auf der Flucht vor Terroristen, Krieg im eigenen Land. Zum ersten Mal muss die mächtigste Nation der Welt zugeben, dass sie nicht unbesiegbar ist. Umso wichtiger wird es zu versichern, man sei handlungsfähig. Obwohl einige Staatsgebäude zur Sicherheit unserer Angestellten evakuiert werden mussten, funktioniert die Bundesregierung reibungslos, versichert die Sprecherin des Präsidenten. Es gibt einen genauen Plan für solche Notfälle und unter Leitung von Präsident Bush wird dieser durchgeführt. Während Krankenhäuser und Rettungsmannschaften generalstabmäßig funktionieren, werden im Volk und Politik Rufe nach einer harten Reaktion laut.
Ich bin frustriert über unser Land als solches, darüber, dass wir nicht massiv gegen den Terrorismus angehen, sagt dieser Mann. Das musste ja passieren. Wir lassen zu, dass im Mittleren Osten, im Iran, im Irak Gebäude in die Luft gesprengt werden. Solange wir da keine härtere Linie fahren, wird das immer wieder passieren. Vor einem Anschlag wie diesem haben wir seit über einem Jahrzehnt Angst gehabt, so Senator Boren. Selbst unsere Bemühungen, unsere Nachrichtendienste zu verbessern, engere Zusammenarbeit zwischen CIA und FBI, all das nützt nichts, wenn es Leute gibt, die derartige Selbstmordattentate planen, dann ist jedes Land verwundbar. Mit dem heutigen Tag, so meinen Sicherheitsexperten, hat sich die Welt verändert. Die Anschläge in den USA zeigen, der internationale Terrorismus hat eine neue Qualität und die Reaktionen darauf müssen dementsprechend sein. Von entscheidender Bedeutung ist die Zusammenarbeit des Westens, um den Terrorismus, den internationalen Terrorismus, ganz gleich, wo er herkommt, gemeinsam zu bekämpfen und nicht auseinanderzufallen. Und deshalb ist die NATO an diesem Abend genauso gefordert wie die amerikanische Regierung und genauso gefährdet. Höchste Sicherheitsstufe in Brüssel. Die Amerikaner wissen nicht, wer die Attentäter sind und wir wissen es auch nicht, so Robertson. Aber die klare Nachricht an die Täter ist, irgendwo haben sie Spuren hinterlassen und sie können sicher sein, dass sie gefunden werden. Die internationale Gemeinschaft wird ihre Taten verurteilen und sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Denn nach dem ersten tiefen Schock und dann der Trauer wird unsagbare Wut aufkommen. Die Frage heute Abend ist nur, auf wen wird man wütend sein? Unvorstellbar, das schreiben heute auch viele Zeitungen. Der größte Albtraum und die allerschlimmste Katastrophe waren die triumphierenden Menschen auf den Straßen der muslimischen Städte. Das waren die Reaktionen der Menschen, die die USA abgrundtief hassen. Ja, und es gibt auch inzwischen Reaktionen aus dem Irak. Der Irak hat die Terrorangriffe auf New York und Washington als Quittung für die US-Politik bezeichnet. Die amerikanischen Cowboys ernten die Früchte ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So wurde am Abend im irakischen Fernsehen der Diktator Saddam Hussein zitiert. Seit dem Golfkrieg von 1991 sind Irak und die USA verfeindet. Unterdessen ist Präsident Bush vor wenigen Stunden erneut mit seinen engsten Sicherheitsberatern zusammengetroffen. Das wurde erst jetzt bekannt. Und bei diesem Treffen wird es natürlich um die Reaktionen der Amerikaner auf die Terrorakte gehen. Noch weiß niemand genau, wie viele Menschen in dieser Terrorwelle zum Opfer gefallen sind. In New York und in Washington spielten sich nach den gestrigen Anschlägen, Sie haben es gesehen, regelrechte Horrorszenen ab, blutüberströmte Opfer, schreiende Menschen und hoffnungslos überforderte Rettungskräfte, die natürlich eine solche Situation noch nie erlebt hatten und auf so etwas auch gar nicht vorbereitet sein konnten. Sie irrten durch die Staubwolken und die Trümmer. Markus Sesing über die Fassungslosigkeit in Washington und in New York. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Pendler und Touristen laufen um ihr Leben. Feuerwehr und Polizei stehen der Katastrophe ohnmächtig gegenüber. Manhattan steht unter Schock. Wir waren im Nachbargebäude, sagt diese Frau. Der laute Knall, der Rauch, dann ging alles ganz schnell. Die Leute versuchten zu fliehen, wussten nicht wohin. Es war das reinste Chaos. Sie sprangen aus dem Fenster. Weil es anscheinend doch zu viele sind. Die Leute, die mir entgegenkamen, weil die meisten wollten hoch in die Stadt und nicht runter in die Stadt, sahen aus wie Zombies. Sie hatten kaum Expressionen in ihrem Gesicht und zum Teil weinten sie. Und einige habe ich dann auch gefragt, warum weinst du? Ja, ich suche meine Freundin und ich versuche sie telefonisch zu erreichen. Und eine andere Frau heulte vor Glück, weil sie es verpasst hat, im World Trade Center zu sein, weil sie ihren Sohn im Kindergarten zu spät abgegeben hat. Deshalb war sie nicht schon um 8:30 im World Trade Center, sondern war erst um 9 am World Trade Center, kam da nicht mehr rein. Das hat ihr wohl das Leben gerettet. Und am ergreifendsten war der Anblick der Feuerwehrmänner, die gecovert sind in Staubschichten und zum Teil aussehen wie keine Explosionen mehr in ihrem Gesicht haben, sie bloß noch rauslaufen aus diesem. 10.16 Uhr Ortszeit, das Unfassbare, der Südtower bricht zusammen. 30 Minuten später kollabiert auch der zweite Turm des World Trade Centers. Und
Und uns erreichen jetzt unglaubliche Tondokumente. Ein Mann, von dem wir nur den Vornamen kennen. Sein Vorname ist Mark. Er saß in der United Airlines Maschine mit der Flugnummer 39 von New York, Newark nach San Francisco. Das ist die Maschine, die dann in Pittsburgh abgestürzt ist. Und er hat aus diesem Flugzeug heraus seine Frau und seine Mutter anrufen können. Und was diese beiden Frauen jetzt wiedergeben, das hören wir uns jetzt einmal an. Wir hören einmal hinein. That I love you very, very much. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich. Falls wir uns nicht mehr wiedersehen. That the plane has been taken over by das Flugzeug ist gekidnappt and, worden und dann habe ich gesagt, Mark, wir lieben dich auch sehr und ich gebe dich an Mutter weiter und ich habe gesagt, Mark, ich wusste gar nicht genau, er sagte, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe und ich bin im Flugzeug und wir sind jetzt noch in der Luft, ich rufe dich vom Handy aus an vom Flugzeug. Ich bin in meinem Sitz hier. Das habe ich jedenfalls dann angenommen. Und er sagte nochmal, ich liebe euch sehr und ich rufe euch hier aus dem Flugzeug an. Wir sind hier entführt worden von drei Männern, die sagen, sie haben eine Bombe dabei. Und ich habe ihn gefragt, Mark, wer sind diese Männer? Und er sagte, ich will einfach nur sagen, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wer diese Männer sind. Sie sind hier reingekommen. Und dann kam auch jemand und sprach mit Mark und da wurde mir klar, dass das die Wahrheit ist und dann war die Leitung tot. Mark Hoagland, den Mann, den Sie gerade gesehen haben, auch dieser Mann ist jetzt tot. Da läuft dann wirklich eine Gänsehaut über den Rücken. Auch wenn die meisten Vereinsverantwortlichen in Europa forderten, die Spiele der Champions League abzusagen, trotz der Terrorakte in den USA ließ die UEFA Fußball spielen. Es gab Proteste von Dortmund, von Schalke, aber es musste gespielt werden. Eigentlich völlig unverständlich. Aber alle Fußballer, alle Begegnungen standen dann unter dem Einfluss der schrecklichen Ereignisse in den USA. Die geplante Party in der Arena auf Schalke fiel aus. Schalkes Champions League-Debüt gegen Athen begann wie alle Spiele am Abend mit einer Schweigeminute für die Opfer von New York. In Anbetracht der Tatsache, dass das, was da passiert ist, sowas von furchtbar ist, denke ich, wenn wir hier Veranstalter gewesen wären, alleine für uns verantwortlich, hätten wir eine Veranstaltung abgesagt. Aber die UEFA hatte entschieden und die Vereine mussten gehorchen. Es gibt auch noch andere Dinge als Fußball und an einem solchen Abend kann man nicht hier die UEFA-Hymne hören, der Champions League oder irgendetwas anderes und so tun, als ob die Welt in Ordnung wäre. Für die unkonzentrierte Leistung der Dortmunder in Kiew konnte man so wohl noch Verständnis haben. Zur Pause lag ein ganz schwacher BVB scheinbar aussichtslos 0:2 zurück. Nach dem Seitenwechsel aber steigerten sich die Dortmunder. Schnell markierte Jan Koller den 1:2 Anschlusstreffer. Und eine Viertelstunde vor dem Abpfiff staubte Amoroso zum letztlich verdienten 2:2 Endstand ab. Den Trainer interessierte die durchwachsene Leistung seines Teams aber herzlich wenig. Entscheidend ist, dass es für mich eigentlich relativ unerklärlich ist, dass wir heute überhaupt gespielt haben, weil ich das einfach für eine absolute Katastrophe halte. Und das Mitgefühl sollte auch von Europa ausgehen für die Menschen in Amerika. Und ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, dass wir heute gespielt haben. Eine verdiente Niederlage, über die sich aber niemand so richtig aufregte, kassierte Schalke gegen Athen. Obwohl sich der Champions-League-Neuling beim Freistoß von Vlahovic eine Viertelstunde vor Schluss wie ein Anfänger verhielt. Und kurz danach auch noch per Konter das 0:2 kassierte. Wir haben das natürlich alle am Bildschirm verfolgt und haben uns unsere Gedanken gemacht und waren, wie gesagt, tief bestürzt. Wer weiß, was das für Auswirkungen haben kann. Da ist ein Fußballspiel nichts gegen. Spielen mussten sie trotzdem. Doch da Schalke 0:2 verloren und Dortmund 2:2 gespielt hat,